So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Ja, Wochenschlussspurt, um es mal so auszudrücken. Und wir gehen gleich zu meiner motivierten Kollegin Franzi Schimpke nach Frankfurt und hören uns an, was der DAX so macht. Der ist momentan schon richtungslos Seitwärts. unterwegs. Ist doch dein Lieblingswort. Ja, ein Seitwärts, wenn bisschen. der DAX in der Woche oder auf Wochensicht gesehen 2% verliert. Das hatten wir gerade gestern. Liebe Zuschauer, motiviert, das war eine Spitze gegen mich. Wir haben uns im Vorfeld nämlich kurz unterhalten und ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich hätte gern Wochenende. Deswegen hat er diesen wunderschönen Übergang gemacht. Angezogen bin Ich ich hätte dich heute nicht auch völlig verraten. falsch, denn es gewittert draußen und es strömt in Regen. Es regnet in Strömen, so, da merkt man es schon. Also es regnet in Strömen. Irgendwie, es soll heute irgendwie nicht sein. Und beim DAX ja anscheinend auch nicht. Denn so richtig Endspurtstimmung ist jetzt hier auch nicht wirklich. Wir haben eine relativ geringe Handelsspanne. 50 Punkte nicht mal beträgt sie nämlich aktuell. 12.341 der aktuelle Stand. Immerhin keine roten Vorzeichen. 0,1% geht es gerade nach oben. Eigentlich sah es heute nach Erholung aus, denn die Wall Street ja weiter in Rekordjagd und Laune unterwegs. Gestern das erste Mal in der Geschichte die 27.000-Punkte-Marke geknackt. Doch dann gab es einmal mehr eine Gewinnwarnung und zwar von Daimler. Übrigens die vierte in rund einem Jahr. Man gewöhnt sich langsam dran. Zunächst hat dann auch tatsächlich die Aktie richtig kräftig abgegeben, konnte dann aber den größten Teil der Verluste wieder wettmachen. Aktuell ist sie aber dann doch wieder unter den größten Verlierern, aber gerade mal noch mit 1%. Das heißt, die Konjunktur Sorgen, sie überwiegen hier und auf Wochensicht gesehen, ich habe es eben schon angedeutet, ja, werden wir wohl so rund 200 Punkte verlieren. Ist nicht die beste Woche. Schauen wir mal, ob nächste Woche ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Berichtssaison ist ja nun mal ein Thema, aber ob wir da wirklich viel Positives bekommen, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber Positives haben wir. Covestro, die Deutsche Bank und BASF, die gehören zu den größten Gewinnern, sind aber letztlich auch die größten Wochenverlierer und machen somit heute dann so ein bisschen an Boden gut. Continental und Volkswagen ansonsten vorne auf der Verliererseite. Fresenius, die waren gestern stark aufgelegt. Wirecard, Daimler nach der Gewinnwarnung, aber auch E.ON und Vonovia mit roten Vorzeichen. Und du hast natürlich recht, der DAX ist nicht gut gelaufen. Ich möchte übrigens noch mal sagen, ich hätte dich nicht verraten, aber der DAX ist nicht gut gelaufen, aber immerhin 9 Punkte im Plus, was wieder zeigt, ihr Großstädter wisst einfach die kleinen Dinge des Lebens nicht mehr zu schätzen. Und damit dir ein schönes Wochenende. Vielleicht wird das Wetter ja noch Bis gut. Montag. Bis dahin. Wir sehen uns. Genau. Ich will gar nicht hören, was sie jetzt so von sich gibt, da auf der Balustrade in Frankfurt. Sei es drum. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die kommt aber auch vom Land. So, und jetzt haben wir ein leichtes Plus. Das heißt, wir haben Anschlusskäufe in den USA. Ob sich die letztendlich durchsetzen werden, weiß ich nicht genau, weil wir auch ein paar Problemchen, noch sind es keine Probleme, es sind Problemchen, haben. Kommen wir gleich dazu. Jetzt erstmal eine Übersicht, was denn mit den Q2-Zahlen so zu erwarten ist, also wann es losgeht. Und wir sehen, es geht in der kommenden Woche los. Also wir haben dann die Banken, die natürlich, also Citigroup beispielsweise, am Montag, Dienstag haben wir, glaube ich, weitere Banken. Jetzt finde ich sie nur auf der Übersicht nicht, aber wir haben relativ viele spannende Unternehmen schon mit dabei. Eine Netflix ist mit dabei, ein Alphabet ist mit dabei. Also die werden alle in den, Sie sehen es ja hier am, jetzt habe ich es gesehen, ich habe es falsch gelesen. Ja, ne? So, wann haben wir denn jetzt unsere Netflix? Am 17. Jetzt muss ich auf meine Uhr schauen, weil ich das Datum nicht kenne. Wir haben heute den 12. Das heißt, in 5 Tagen ist Netflix mit am Start. Das wird schon mal eine spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass sich die Rausnahme dieser beiden populären Sendungen, hatten wir ja jetzt mehrfach mit in der Sendung dabei, dass sich das nicht allzu negativ in den Büchern widerspiegelt. Wobei, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die laufen ja teilweise noch und werden erst in den kommenden Quartalen dann möglicherweise zu einem Abfluss an Abonnenten führen. Sei es drum. Was haben wir noch mit dabei? American Express, dann Ende am 19. Dann haben wir iRobot, kleinere Nebenwerte und dann die ganzen großen Werte natürlich mit einer beispielsweise Alphabet am 25. Und ich weiß, ich hatte mich eigentlich erinnert, dass Twitter am 26.07. Quartalszahlen melden wird.
warten wir mal ab, ist vielleicht einfach nur auf der Übersicht nicht dabei. Zu Fastenal, da kommen wir übrigens gleich, kennen Sie vielleicht nicht, aber ein relativ spannendes Unternehmen und eines der Problemchen, die wir da gerade vor uns herschieben. Illumina, die haben eine Umsatzwarnung gebracht, 835 Millionen, also es waren Vorabzahlen, 835 Millionen werden wohl umgesetzt worden sein zuletzt und Analysten hatten mit einem Wert so um die 880, 885 Millionen Dollar gerechnet. Die Aktie, Sie sehen es, Einschlag minus 14%. Ich habe mich mal mit meinem Kollegen Michael Döpke über Illumina länger unterhalten. Er sagt, bei der Gensequenzierung sind die ohnehin Marktführer. Ja? Und da kommt auch momentan überhaupt gar keiner dran vorbei. Und er hat das Ganze verglichen mit einem ähnlichen Vorfall, den wir vor 2 Jahren hatten. Er sagte, Illumina hat immer mal wieder so eine Warnung ausgesprochen. Danach hat die Aktie immer ganz übel erwischt, so auch vor 2 Jahren. Da ging es um, glaube ich, 25% oder 30% nach unten. Er sagt, rückblickend betrachtet waren das immer hervorragende Einstiegschancen. Also, wer die Nerven hat und Biotech im Depot haben will, kommt eigentlich an Illumina nicht vorbei, jedenfalls nach Meinung von Michael Döpke. Und er sagt, großartige Kaufgelegenheit, attraktives Niveau. Oh, Fastenal hatte ich jetzt deshalb mit dabei, sagt Ihnen vielleicht nichts. Die machen alle ja, jede erdenkliche Art von Befestigungsmaterial, beispielsweise für Frachtgut. So, was ist passiert? Fastenal hat Zahlen gemeldet, beziehungsweise auch eine Warnung ausgesprochen. Und sie haben sehr dezidiert darauf hingewiesen, dass ihr Problem nicht aus einer abschwächenden Konjunktur besteht oder resultiert, sondern aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Und sie haben das wirklich noch mal ganz detailliert dargelegt, dass sie gesagt haben, okay, wir können das teilweise, konnten wir auch die höheren Kosten durch die Strafzölle letztendlich weitergeben, weil Fastenal einen Teil seiner Rohwaren eben aus China bezieht. Und sie haben gesagt, einen Teil konnten wir weitergeben, aber eben nicht alles. Und das ist umso bemerkenswerter, weil ja bisher Donald Trump davon ausgeht, dass vor allen Dingen die Chinesen dafür bezahlen, also für die Strafzölle bezahlen. Der IWF hat längst herausgefunden, dass das nicht der Fall ist. Das ist falsch. Der Großteil, wirklich der Großteil der Gelder, die die Amerikaner momentan für über diese Strafzölle einsammeln, stammt von amerikanischen Firmen. Ja, ist blöd, ist aber so. Aber mit Fakten konnte man Donald Trump noch nie beikommen. Also sei es drum, lassen wir das an der Stelle. Vielleicht mit der Wirtschaft, ja, und mit den Unternehmen, die jetzt mittlerweile etwas stärker drunter leiden. Und übrigens hat Fastenal gesagt, wenn die richtig aufziehen und den Rest auch noch, die restlichen 300 Milliarden an Gütern besteuern, dann wird es sicherlich noch mal interessant. Also, es wird mehrere von diesen Unternehmen geben, die im Alltag verankert sind, die man auch für den Alltag benötigt, Transportwesen, wo auch immer, und die noch mal darauf hinweisen, wie negativ sich eigentlich dieser Handelsstreit und diese Belegung mit Strafzöllen auf alle möglichen Waren auf ihre Geschäfte auswirkt. Und übrigens, dann geht es nicht irgendwann nicht mehr nur um die Zahlen, dann geht es auch um Jobs. Denn wenn die Unternehmen irgendwann nicht mehr verdienen und das nicht mehr weitergeben können, die Kosten, werden sie irgendwann einen Teil der Stellen abbauen. Alles kein Geheimnis, aber jetzt haben wir es langsam mal schwarz auf weiß. Altria, die haben wir deshalb mit dabei, weil die ein Kaufen bekommen haben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, uff, Tabakfirmen, oh, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Als Raucher sehe ich das etwas entspannter, aber es ist natürlich so, wir stehen hier bei 49 Dollar, die Aktie ist wirklich günstig vom Kurs her bewertet und sie ist auch fundamental günstig bewertet. Und wie fundamental, also wie günstig sie wirklich bewertet ist, das zeigen wir mal an diesem Chart, der so das durchschnittliche KGV über die Jahre mal zeigt. Und dann sehen Sie, ja, wenn wir hier so einen Strich drüber ziehen, durchschnittliche KGV ist bei 16, also 15,8 in dem Fall gewesen und momentan sind wir bei 11,8 und jetzt müssen wir einfach nur zurückgehen. 18, 17, 16 blablabla. Und dann sehen wir, die Aktie ist so günstig bewertet wie seit 10 Jahren nicht. Natürlich gibt es durchaus Begründungen, aber die letzten Quartalszahlen, also nicht nur die letzten Quartalszahlen, sondern auch die davor, die haben doch vor allen Dingen eins gezeigt. So schlimm steht es um die Tabakindustrie überhaupt nicht, wie das alle denken. Und jetzt natürlich, es gibt weitere mögliche Verbote, aber als Raucher darf ich Ihnen auch sagen, ich bin da wirklich relativ leidensfähig, was es betrifft, meine Zigaretten zu besorgen. Ja, also ich gehe dann auch mal ein Stück, um an die zu kommen.
Ja, liegt in der Natur der Sache. Und die anderen 18 Millionen Raucher in Deutschland, denen wird es vermutlich ähnlich ergehen. Bin ja nicht der Einzige. AT&T, die sind ebenfalls auch cool. Ach so, eins noch, bei Altria, natürlich ein toller Dividendentitel. Ja, ich weiß jetzt nicht, 6%, 7%, was sie momentan da ausschütten. Also sehr günstige Bewertung und auch gleich noch eine interessante Ausschüttung dazu. Bei AT&T, da gilt prinzipiell dasselbe Dividendenrendite, ich glaube momentan 5,5%. Also da können Sie mal lange schauen, wo Sie das finden. Und dann natürlich noch die Idee, dass über die Tochter Time Warner der Streamingdienst und dann auch möglicherweise neue Umsatzquellen angestochen werden. Ich habe irgendwo gelesen, Netflix hätte diesen Stream Wars ja schon längst gewonnen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil ich glaube, dass wir hier wirklich noch einen Wettbewerb, wir haben noch gar nichts vom Wettbewerb gesehen. Den werden wir allerdings sehen, wenn jedes Studio über einen eigenen Streamingdienst verfügt und wenn alle Studios dann gemeinsam die gleichen Kunden abklappern und wenn die Kunden irgendwann sagen, Moment, ja, was soll ich noch alles schauen? Ja, ich habe Netflix, ich habe Sky, ich habe HBO, ich habe Time Warner, Disney, was denn noch alles? Und jedes Mal werden sie extra zur Kasse gebeten. Da sind sie in Amerika durchaus, das sind die gewöhnt. In Deutschland eher nicht so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann auch der Kunde sagt, ich kann mir das eh alles nicht anschauen. Kommt ja auch noch Apple TV dazu und Amazon und wie sie alle heißen. Und deshalb suche ich mir 1, 2, 3 raus. Ja, und dann ist die Frage, ist es noch Netflix oder ist es tatsächlich irgendein anderer Streamingdienst? Boeing, da ist eine interessante Personalie heute in den Schlagzeilen, nämlich der Chef des 737-Programms, der ist in den Vorruhestand geschickt worden. Also von dem hat sich Boeing getrennt, ein paar Monate nachdem die zwei Flieger letztendlich abgestürzt sind und etwa 300 Menschen ums Leben gekommen sind. Also wurden auch personelle Konsequenzen gezogen und es wird natürlich, das zweite Quartal wird für Boeing sehr wichtig werden. Erstmal, damit wir sehen, damit die Anleger sehen können, wie sich das Ganze auf die Luftfahrtgesellschaften letztendlich, also auf die Airlines ausgewirkt hat und dann vielleicht auch auf Boeing selbst. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie da nicht mit einem blauen Auge davonkommen. Uber habe ich deshalb mit dabei, nicht weil der Chart besonders spannend ist, nein, ist es nicht, knallharter Wettbewerb, haben wir alle schon gehabt, sondern weil es natürlich momentan eine der wenigen Möglichkeiten ist, das Ride-Hailing-Thema, also Fahrdienstleistungen, die Vermittlung von Fahrdienstleistungen überhaupt an der Börse zu spielen. Und ich finde bei Uber momentan interessant, Punkt A, die Marktposition, die ist natürlich wirklich richtig gut als Nummer eins und deutlich vor den Wettbewerbern und dann aber auch, dass das Unternehmen proaktiv jetzt versucht, neue Umsatzquellen anzustechen. Sei es, dass man in die Luft gehen will mit Drohnen, also mit der Drohnenauslieferung, aber dass man auch beispielsweise Ubercopter letztendlich die Personenbeförderung via Quadcopter, ich glaube, es war ein Quadcopter, letztendlich anstrebt und dass man hier nicht davon spricht, das werden wir irgendwann 2030 haben, sondern das werden wir innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters letztendlich regeln können. Und ich glaube, erste Versuche haben bereits stattgefunden. Sie sind also sehr, sehr umtriebig. Und der große Vorteil, die haben echt im Hintergrund natürlich Kapitalgeber, die dieses Spielchen mitspielen können. Denn Sie müssen sich natürlich vorstellen, viel von dem, was ausprobiert wird, wird am Ende nicht funktionieren. Und Sie werden immer wieder Kapital brauchen, um zu sagen, könnten wir mal probieren, könnten wir mal probieren, könnten wir mal probieren. Kostet alles Geld, überhaupt gar keine Frage. Also von daher noch einer der spannenderen Werte. So, und jetzt müsste, nein, kommt es nicht mehr. Wo ist C-Trip? Wo ist C-Trip? Ja, jetzt hatte ich nämlich eigentlich C-Trip noch mit dabei. Weshalb hatte ich C-Trip mit dabei? Weil das Unternehmen ist ja eigentlich ein Online-Reisevermittler, also ein Online-Reiseunternehmen letztendlich aus China, die Nummer 1 dort, ich glaube die Nummer 2 weltweit. Und die haben gesagt, die bieten jetzt ebenfalls Fahrdienstleistungen. Dann habe ich im ersten Moment natürlich ein bisschen gestutzt und dann hieß es allerdings, und zwar ihren Gästen im internationalen Reiseverkehr werden auf sie zugeschnittene Fahrdienstleistungen dann letztendlich angeboten und auch vermittelt, damit sich Chinesen im Ausland besser zurechtfinden und dann auch eine heimische App vor Augen haben, mit der sie dann Taxen oder was auch immer letztendlich buchen können. Also sehr interessant, könnte der Aktie vielleicht nochmal so einen kleinen Push geben. Ein interessantes Unternehmen. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich gehe morgen mit meinem kleinen Sohn zelten. Es soll tatsächlich regnen. Das wird sicherlich eine spannende Erfahrung werden. Ich hoffe natürlich, dass Sie besseres Wetter haben, dass Sie sich gut erholen am Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin, tschüss.